So, hallo von der Meerschweinchenfarm. Liebe Herbstgrüße, ich sende wieder mal durch. Wir haben jetzt echt alles sich super auf Vordermann gebracht. Auch mit den ganzen Vorhängen. Dass es jetzt richtig gut warm haben, viel Heu bestellt. Schön rund aufgefordert. Die meisten sind jetzt nur, es ist gerade frisch ausgemischt worden, da sitzen sie dann über noch im Haus drinnen und dann Heu fressen, die was den Startschuss verpasst haben. So, dann starten wir zu den anderen. Tschüss! Mach's gleich das Gartentier zu! Danke! So, dann haben wir jetzt die letzten Überdachungen noch gemacht, die was ich eben noch brauche fürs Ausmisten. Pickel die. Als Fipsi, bei dir sieht man Gott sei Dank die Nase ein bisschen heller. Unsere Kärntnerburm. Der Pickel die ist immer eine neue Fixbetreuung, das ist auch immer Mandel. Das war mir wichtig, dass ich da vier beieinander habe, dass sie sich gegenseitig wärmen. Das hat sich super ergeben. Das hilft aber, wenn ich für meine Schwänderl im Bett. Na Susi, komm, raus aus der Weinstube, geh zum Essen. So, da sitzen die anderen alle benannt. Beziehungsweise nicht alle, sondern auch wieder nur ein Teil. Emmy, hm? Ich habe es von der Anzahl ja ganz super, also es sind über 15 jetzt und da dann bei der dritten Gruppe sind 10. Das passt ganz gut. So, jetzt lasst euch einmal filmen. Da sind eben Feriengäste, die was jetzt über den Winter bleiben da. Nordwigs. Und das ist auch ganz eine super Truppe. Also da ist eben die Gretel dabei, Twix, Bella, Luca, Milli. Und eben die Gäste. Die leben nur ein bisschen im wilden Westen. Die werden sich dann mit der Zeit gefreuen, was sie alles sich in einer Welt tut, wenn es neu aufgebaut wird. Na komm raus, komm. Ich liebe ihre Selbstständigkeit. Also vor allem mit Meerschweinchen, das ist mir einfach so lustig. Sie sind einfach so selbstständig. Gibt's denen was brauchen und sie regeln sie alles sich selber. Es ist herrlich. So, jetzt filmen wir nur mal. Nordhäubchen. Filmen wir nur mal durch. Ich muss nicht mehr durchmarschieren. Clara, machst du zu? Hä? Lobo, Wächter. So, jetzt komme ich nur mal da. Schauen wir nur mal, was so schön ist. Lobo, du entspannst dich einfach. So, Pickel, die ist passiert nichts. Felix ist da. So, dann filmen wir noch. Na, Lobo, mit einem schnelleren Schritt vor meinen Füßen war er super. Dann filmen wir noch mit da einer. So, ich bin's. Lauter runde, gesunde Schwänderl, das gefällt mir. Da sieht man wieder, dass man sich im Alter, man muss nicht alt werden, weil es sind lauter ältere Semester, die sind alle tipptopp beieinander. Marti ist sogar, habe ich ja die Tage erfahren, wenn man da gedacht habe, der ist 6, 7, aber der ist auch schon um die 8, 9, 10. Marti ist dieser weißbraune, zack, der weißbraun gestreifte mit viel Weiß, neben der schwarzen. Der Nanni.
muss mir nicht dann nur so überlegen, wie ich mit meinen Fingern beim Ausmisten, weil ich friere jetzt mal über richtig ein. Und dann sind wir vorbereitet. Bin natürlich nur solidarisch mit meinen Schweindeln, ich schlafe auch noch heraus. Also es ist in der Nacht, weil ich will so wissen, wie kalt es ist oder nicht kalt es ist, wenn man heraus schlafen muss. Und es passt super. Da hat der Körper irgendein so ein Regulationsding, keine Ahnung. So, Waldi, sagen wir Tschüss. Tschüss von der Meerschweinchenfarm.